Liebe Oldenburger, liebe Oldenburgerinnen, ich darf Sie zu einer neuen Folge der Ringvorlesung Philosophie begrüßen. Intellektuelle Stimmen in Ost und West. Und heute haben wir eine Stimme im Gespräch. Ein Kunsthistoriker wird unser Thema sein, den manche noch kennen werden. Martin Warnke, 2019 verstorben. Und wir haben das Glück, dass Frau Professor Barbara Welzel hier im Studio bei uns sein kann, heute aus Dortmund kommt, die ihn noch in seinen späten Jahren enger kennengelernt hat, mit ihm ein wichtiges Buch gemacht hat, über das wir sprechen wollen. Aber erst einmal, Frau Welzel, würde ich Sie gerne fragen, wie haben Sie als Kunsthistorikerin einer Generation, die nach Martin Warnke kam, ihn als einen bedeutenden Lehrer kennengelernt? Ja, das ist eine Frage, die nicht ganz leicht und dann doch wieder ganz leicht zu beantworten ist. Er war nie mein Lehrer, aber er war immer eine Prägefigur. Und ich habe viele Gespräche mit Kunsthistorikern und Kunsthistorikern meiner Generation, auch derer, die so in den 50er Jahren geboren sind, geführt. Und wir können uns alle darauf verständigen, dass wir in unserem Studium und danach erstens ganz viel gelesen haben von Martin Warnke, aber auch immer wussten, wo er ist. Also er war wie so ein Pol. Wir wussten, wo er ist. Wir wussten, wann er in Marburg war, wann er dann in Hamburg war, wann er am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen war, was seine neuesten Bücher waren. Wir wussten es immer. Und es war immer eine Referenz und wir haben es immer einbezogen in unser Denken. Wir haben ihn immer als Prägefigur empfunden. Das heißt, er hatte für die jüngere Generation so eine intellektuelle Ausstrahlung besonderer Art, kann man das sagen? Ich weiß nicht, ob man sagen kann für die jüngere Generation, aber für alle diejenigen von uns, die sich dafür interessiert haben, welche Rolle Kunstgeschichte aus einer Perspektive von Zeitgenossenschaft und eine glaubhafte Kunstgeschichte in der Bundesrepublik spielen konnte, die haben sich immer auch dahin orientiert und es war immer gut, ich würde das so sagen, es war gut zu wissen, dass er da war. Weil selbst wenn wir unter schwierigeren oder anderen Bedingungen und auch in anderen intellektuellen Rahmungen studiert haben, es war gut zu wissen, das gibt es, weil es das legitimiert hat, was uns selber interessiert hat. Das heißt, es klingt ein Stück danach, als ob es eine politische Form der Kunstgeschichte, also mit politischen Interessen oder Zusammenhängen war, die Martin Warnke mit vertreten hat. Kann man das sagen? Oder? Wir haben das immer als eine politische Kunstgeschichte empfunden und wir werden das sicher von verschiedenen Seiten gleich einkreisen, aber ich selber habe 1979 angefangen zu studieren, der Kölner Kunsthistorikertag, der für die Kunstgeschichte mit der Sektion, die Martin Warnke da geleitet hat, das Kunstwerk zwischen Wissenschaft und Weltanschauung, war ein Wendepunkt. 1970 war ein Wendepunkt. Das ist das Jahr, wo ich aufs Gymnasium gekommen bin. Also das war längst da, als ich anfing zu studieren. Aber es war eine Referenz. Wir haben das alle, die sich dafür interessiert haben, am Anfang ihres Studiums gelesen. Es war eine Art Markierung. Ja. Wie haben Sie ihn selbst kennengelernt als Person? Ja, ich habe ihn das erste Mal erlebt, Anfang der 1980er Jahre. Ich bin Anfang der 80er Jahre aus Bochum nach Berlin gewechselt im Kunstgeschichtsstudium. Und er hielt einen Vortrag mit einem Kapitel aus seinem Buch über den Hofkünstler. Das war Ende der 70er Jahre mal seine Habilitation gewesen, ist 1984 als Buch erschienen und er hat einen Vortrag gehalten. Und interessanterweise hat er den bei den Romanisten gehalten. Es ging um italienische Kunstgeschichte, es ging um Mantegna und nicht am Kunsthistorischen Institut. Gab es da Gründe für? Ist das irgendwie? Es gibt einen großen Konflikt zwischen Martin Warnke und Otto von Simson, der eben dann schon nicht mehr an der Freien Universität war, aber Martin Warnke hatte einfach selber lebendige Kontakte zu den Romanisten und die hatten ihn eingeladen und es ist wirklich so, dass diejenigen meiner Generation, die damals zu diesem Vortrag gegangen sind, wenn wir uns treffen, reden wir darüber, du warst ja damals auch dabei, es war sozusagen dann eine Binnengruppe unter den Kommilitonen, die da hingingen. Und das ist so eine Zäsur, dieser Vortrag. Nein, ich habe ihn nicht als Zäsur erlebt, sondern als eine Chance, diesen Martin Warnke endlich mal zu erleben. Und was imponierte so an dieser Person? Was war das, wenn Sie an ihn denken? Die Brillanz im Vortrag, die menschliche Seite, was war das? Das kannten wir ja alles nicht. Wir kannten die Texte und wir kannten die konzisen Sprachanalysen und die Vorstellung, dass man, Martin Warnke hat es genannt, eine immanentistische Kunstgeschichte, dass man die nicht treiben wollte, sondern eine Kunstgeschichte, die auch das, was historisch oder dass Kunstwerke an historischen Sinnstiftungsprozessen beteiligt waren und
in einer realen Geschichte stattgefunden haben, das darauf wirklich zu beziehen. Das heißt auch für unsere Zuschauer, die das nicht alle so als Fachbegriff kennen, immanentistisch hieße quasi aus dem Kunstgegenstand selber, ohne die geschichtlichen Zusammenhänge ernst zu nehmen, der Entstehung, der Wirkung. Und das, was Sie quasi positiv mit Wanke sagen, ist, dass ein Kunstwerk als solches geschichtlich ist, ja. Soziologische Entstehungsbedingungen, Bedingungen auch der Besteller zum Beispiel, ja. Der Handwerkerbedingungen und so weiter und eine Wirkungsgeschichte. Ja. Und es war immer eine Kunstgeschichte, die für sich selber in Anspruch genommen hat, links zu sein. Und ich würde heute sagen, das haben wir damals anders formuliert, aber ich würde heute sagen, dass es eben eine Kunstgeschichte ist, die sich wirklich für ein Bedingungsverhältnis zwischen gesellschaftlichen und politischen Strukturen, institutionellen Strukturen, spielt eine ganz wichtige Rolle, auch in dem Hofkünstlerbuch, also unter welchen Arbeitsbedingungen und mit welchen gesellschaftlichen Rollen kann jemand arbeiten, um das anzuschließen. Martin Warnke hat zu dem Kreis von bundesdeutschen Intellektuellen gehört, die damals zusammen etwa mit Gerd Mattenklott in Marburg einfach Norbert Elias wieder gelesen haben und sich für diese Strukturen, in denen Personen arbeiten, weil es Rollen für Künstler gibt. Also auch soziologisch gedacht, ganz stark. Ganz stark, es ist soziologisch und wirklich von den institutionellen Strukturen her gedacht. Und das Verhältnis von Individuen zu diesen Strukturen, also das, was auch das große Thema von Norbert Elias ist, wie sich das gegenseitig bedingt und wie das miteinander zusammenhängt, das hat Martin Warnke, glaube ich, immer auch geprägt und das hat er immer auch in der Kunstgeschichte gemacht. Und das ist ein anderes Verhältnis von Strukturen und gesellschaftlichen Institutionen zu Individuen als in einer in den großen Schemata nicht linken Ausrichtung. Wenn man mal von der Struktur Familie her denkt, aus der er kommt, ist ja die Familie, das ist frappant, eigentlich eine relativ unpolitische. Er wird 1937 geboren in Brasilien. Der Vater ist deutscher Pfarrer, 1936 ausgewandert. Und er hat selber immer wieder auch beschrieben, dass die Familie nicht politisch gewesen sei in diesem Sinne. Er kommt dann 1953. Kommt er zurück in der Vorhut der Familie nach Deutschland. Zum einen, weil der Militärdienst sozusagen nicht irgendwie für ihn gelten soll in Brasilien, aber auch, weil die gesamte Familie zurück nach Deutschland will. Und das wäre sozusagen meine Frage an Sie an der Stelle. Er kommt nach Dortmund. Das ist die erste Station des 16-jährigen Schülers alleine. Sie lehren in Dortmund, sind dort in der Stadt und haben auch mit ihm gesprochen und ein langes Interview geführt und erzählten in der Vorgeschichte auch unseres Gesprächs heute, wie entscheidend diese ersten Eindrücke des frühen Deutschlands in Dortmund für ihn waren. Können Sie das ein Stück auch erläutern? Darf ich einen Umweg gehen? Gern, unbedingt dürfen jeden Weg hier gehen. Ich würde gerne nochmal, wie ich ihn kennengelernt habe, da nochmal bleiben. Mhm. Also ich kannte ihn nicht persönlich, ich habe dann Vorträge gehört, ich habe nochmal Vorträge gehört. Irgendwann, als ich in Marburg meine Habilitation eingereicht habe, wo er lange Professor war, hat man einfach ihn, weil es ein Thema war, was sozusagen in seinem Horizont sich bewegte, der Kreis von Rubens, hat man ihn als Gutachter gefragt. Das ist immer noch keine persönliche Begegnung. Und irgendwann viel später sind wir uns so begegnet, dass wir auch über andere Dinge gesprochen haben. Und dazu gehörte eben, dass ich dann stärker auch in ihn befragende Geschichten. Er war ja nicht mehr nur der, den ich im Fach als Referenz hatte oder als Pol wahrgenommen habe, auch kritisch, weiß ich nicht, aber auch kritisch gelesen habe, sondern dann wechselten die Gespräche. Und bis dahin hatte ich, ja, ich wusste, dass der in Brasilien geboren ist, ich wusste nichts persönlich über ihn. Ja, ich wusste, dass der Vater Pfarrer war, aber es war für mich nicht eine Person, von der ich persönliche Dinge gewusst hätte oder hätte wissen wollen. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen, in dem Moment, in dem ich, der übernächste Schritt ist, wir meandern, der übernächste Schritt ist, dass wir in ein verstärktes Gespräch gekommen sind, als ich begriffen habe, dass er Berichterstatter im Auschwitz-Prozess war. Und dann haben wir angefangen zu fragen, wie war das eigentlich, als Sie nach Deutschland gekommen sind und warum haben Sie das gemacht? Und dazu gehörte, und jetzt komme ich dahin, dazu gehörte, dass ich erfahren habe, dass er als 17-Jähriger oder 16,5-Jähriger
nach Deutschland kam, erst in Gütersloh und in Dortmund war, bevor er dann in die ihn wirklich prägende Stadt nach Darmstadt gegangen ist. Und weil ich da schon Professorin in Dortmund war, hat mich das besonders interessiert. Und ich wollte wissen, welche Eindrücke hat er da und kann ich ihn auch als Zeitzeugen für das Dortmund der 50er Jahre fragen. Und das ging nicht. Und warum es nicht ging, dafür ist er dann doch wieder Zeitzeuge. Er hat beschrieben, wie sehr ihn erschüttert hat, diese zerstörte Stadt zu sehen. Er hat beschrieben, dass die Stadt auf eine Weise zerstört war und in Klammern Dortmund als Ruhrgebietsstadt ist in der Innenstadt über 90% flächenbombardiert gewesen auf eine Weise, dass man überlegt hat, ob man sie an einem anderen Ort wieder aufbaut. Ist dann am selben Ort wieder aufgebaut worden. Der Aufbau begann wie überall erst nach der Währungsreform wirklich. Und so dass, als er da 1953 hinkam, die Stadt in der Tat wirklich noch, vielleicht nicht mehr ganz Trümmerfeld war, aber die, also aufgebaut war sie überhaupt nicht. Und er beschreibt das als einen wirklich traumatisierenden Eindruck und beschreibt, dass er sich nicht vorstellen konnte, wie man an einem solchen Ort überhaupt leben kann. Und er beschreibt eben auch noch, als wir ihn 2013 interviewt haben, dass er es eigentlich bis heute, also bis damals, nicht verstanden hat, wie man da je wieder leben konnte in einer solchen Stadt. Mhm. Und das hat, als wir dann versucht haben, mit ihm darüber zu reden, auch dazu geführt, dass er seine Erinnerungen in dieser Verstörtheit über die Zerstörtheit beschreiben konnte, aber das auf die Stadt, in der er dann rumlaufen konnte, schon im Grundriss, also was in welcher Straße gewesen war, wo er da eigentlich gewesen war, es war nicht verbindbar für ihn, sondern es war ein stillgestelltes Erschrecken über die Zerstörung. Mhm. Und Sie sagten es ja schon angedeutet, dass er dann nach relativ kurzer Zeit nach Südhessen ging, Darmstadt, südlich von Frankfurt, die Stadt, wo auch die Familie dann durch den Vater, der zurückkam, als Pfarrer sich ansiedelte. Die Kinder sollten dort und konnten dort in ein humanistisches Gymnasium gehen. Und das muss für ihn eine sehr prägende Erfahrung gewesen sein. Eine Figur oder mehrere Figuren sind dort für ihn wichtig gewesen, aber eine auch, die für die jüngste deutsche Geschichte als Aufklärer zentral gewesen ist. Wir hatten ihn schon vor einigen Wochen hier im Gespräch als Redakteur der Frankfurter Hefte, Eugen Kogon. Können Sie ein Stück erläutern, wie Martin Warnke, was das für ihn bedeutet hat? Also zunächst mal ist er nach Darmstadt gekommen und hat dann sein Abitur machen müssen und offenbar auf eine Weise, dass relativ wenig von dem, was er in Brasilien gemacht hatte, an Schulzeit anerkannt worden ist. Also er hat, glaube ich, erst 58 Abitur gemacht. 57, also mit 20, was relativ spät ist auch damals und hatte dadurch noch mal mehrere Schuljahre an einer Schule in einem Bundesland, was damals sehr bewusst Bildungssystem neu aufgebaut hat und offensichtlich auch mit einem Schulleiter, der sich da sehr bewusst positioniert hatte. Und war in der Stadt, in der dann auch die Darmstädter Gespräche stattfanden, also jene großen Treffen von Intellektuellen zu zentralen Fragen, also Zukunft des Menschenbildes, was bedeutete Angst, Zukunft des Theaters oder was die Themen der Darmstädter Gespräche waren. Es sind parallel Ausstellungen gewesen. Ich sage das deswegen, weil ich in den Protokollen der Darmstädter Gespräche, die ich gelesen habe, bevor ich dann mit Martin Warnke gesprochen habe, und wir haben ihm diese alten, zerfledderten Exemplare auf den Tisch gelegt und seine Assoziationen und Erinnerungen dadurch angestoßen. Zum Beispiel Picassos Guernica ist damals ausgestellt gewesen im Kontext der Darmstädter Gespräche und man konnte das damals sehen, bevor es dann überhaupt zurück nach, oder überhaupt ein erstes Mal ans spanische Volk nach Madrid gehen konnte. Und er ist dort überall gewesen. Er ist auch zu den Vorlesungen von Adorno nach Frankfurt gefahren und hat das sozusagen genommen und sich dadurch als junger Mann, als Schüler prägen lassen. Noch bevor er dann angefangen hat. Also hat Adorno in gehört in den 50er Jahren schon? Als Schüler, ja. Also nicht erst als Student, sondern? Nein. Als Schüler sondern er ist als Schüler zu den Vorlesungen gefahren von Darmstadt nach Frankfurt, hat er erzählt. Zum Studium ist er dann nach München und später nach Berlin gegangen. Nein, er hat sich davon prägen lassen in dieser Schulzeit. Und
Er war dann, und dann komme ich auf die Frage zurück, er war dann Student halt in München und später in Berlin, wo er promoviert hat. Und was ich dann mit großem Erstaunen, das können wir auch gleich nochmal besprechen, aber mit großem Erstaunen verstanden habe, ist, dass er einen Job hatte nach Ende der Promotion und bevor er dann Volontär an den Berliner Museen wurde. Er war nämlich als Berichterstatter für die Stuttgarter Zeitung in den Auschwitz-Prozessen. Und da haben wir ihn dann gefragt, mit was er sich eigentlich vorbereitet hatte. Ob er etwas extra gelesen hat. Und er sagt, naja, wie alle Leute, mit denen ich näher zu tun hatte, habe ich die Zeitungsberichte gelesen aus den Prozessen. Aber ich hatte doch schon als Schüler von Eugen Koger und der SS-Staat gelesen. Und das kam deutlich raus, dass ihn geprägt hat, dass zwei Personen, Elternvertretungsvorsitzende gewesen sind an seiner Schule, nämlich einerseits Hans-Gerhard Evers, also der große Ruhmesforscher, durch den er eben Ruhmes kennengelernt hat, und auf der anderen Seite Eugen Koger. Und er muss sehr früh das bereits 1946 erschienene Buch vom SS-Staat von Eugen Koger gelesen haben, ein Buch, das geschrieben worden ist im Auftrag der Alliierten, die Buchenwald befreit haben, von jemandem, der seit 1938 oder 39 bis 45 Häftling in Buchenwald gewesen ist, nämlich von Eugen Koger, der Soziologe war und der gebeten worden ist, mit diesem Professionswissen und den Erfahrungen und den Kontakten zu anderen überlebenden Häftlingen zu beschreiben, was sich da eigentlich abgespielt hat. Also da hatte quasi Banke, wenn ich es richtig verstehe, in dem Mann, der zu seiner Schule gehörte, jemand, der berichtet hat über das, was er nicht kannte, was viele nicht kannten, nicht, und der ihm vertrauenswürdig war und auch in der Art beeindruckend, wie er geschrieben hat. Ja, und wenn man sich dieses Buch anschaut, ich habe eine viel spätere Ausgabe, weil ich es auch selber dann gelesen habe, so am Anfang meines Studiums, Eugen Koger. Schon der Titel, der SS-Staat, das System der deutschen Konzentrationslager, hat sich als Soziologe für das Funktionieren, für die institutionelle Struktur interessiert und dafür versucht zu beschreiben, wie Menschen, er beschreibt es viel drastischer, aber wie Menschen deformiert werden durch ein System und wie diese Grausamkeit. Durch die Strukturen, in denen sie stecken. Ja, durch die Strukturen, in denen sie dort stecken, und er beschreibt das als ein geschlossenes System in eine Lagerwelt, die alle grausam macht. Und beschreibt das im Einzelnen in einer Sprache, in der er berichtet. Also in der er nicht eigene, also als Ex-Häftling und bewertende eigene Gefühle hineintut, sondern in einer Schonungslosigkeit. Koger sagt, dass die nackte Wahrheit einfach berichtet. Also wie eine Art Naturstudie des Konzentrationslagers, wie funktioniert es als Form der Beschreibung? Ja, also er würde eben sagen, soziologische Analyse, das ist Koger auch relativ wichtig. Und als wir Martin Warnke gefragt haben, wie seine Berichte zum Auschwitz-Prozess zustande gekommen sind, die sich, wenn man sie liest und drumherum von den anderen Berichten liest, wie die publiziert sind, gerade die, die in der FAZ erschienen sind von Naumann, sind ausführlich publiziert, aber auch andere, dann unterscheiden sie sich. Sie unterscheiden sich in der Lakonik der Sprache und er berichtet überwiegend in indirekter Rede, was er an diesen Prozesstagen gehört hat. Als sei er nicht anwesend sozusagen, als... Nicht mit seinen Urteilen anwesend, meine ich, als er sozusagen... Er legt großen Wert darauf, dass das die Form von Anwesenheit ist, die da angemessen ist. Und aber er taucht nicht selbst auf in der Art des Schreibens. Nur als Berichterstatter. Und das andere, dem enthält er sich, weil er sagt, es geht um die. Und er beschreibt auch das. Wie eine Art Protokoll, könnte man sagen. Ja. Und er beschreibt auch, ja, und das ist ungewöhnlich, weil in anderen Berichten dann die Körperhaltung, die Gesichtsausdrücke, die Unerträglichkeit der Situation auch beschrieben wird. Dessen enthält er sich. Sondern es ist eine Reportage. Und es fällt auf. Also es fällt auf, wenn man die Berichte mit anderen vergleicht, seine unterscheiden sich im Stil. Und als ich die das erste Mal
gelesen habe, ich kann gleich noch mal erzählen, wie das dazu gekommen ist. Als ich sie das erste Mal gelesen habe, hat es sich, ich weiß nicht, so vorbewusst eigentlich. Ich habe dann lange gesucht und versucht zu finden, was diesen Eindruck in mir erweckt hat, hat es sich vorbewusst übereinander geschoben mit den kunstgeschichtlichen Texten, die ich von Martin Wanke kannte. Und ich hatte den Eindruck, das hat was miteinander zu tun und bin dann in mir selber losgegangen und auch in vielen Gesprächen rauszufinden, was es eigentlich ist. Und es hat genau mit diesem Schreibstil zu tun und mit der Position, die man als Beobachter und Analyst von Phänomenen, von historischen Phänomenen einnimmt. Mhm. Und als wir ihn gefragt haben im Interview 2013, wie er sich vorbereitet hat, auch sprachlich und auch sozusagen von den, das Wort haben wir damals nicht benutzt, aber den Narrativen, der Art darüber zu sprechen, da hat er gesagt, naja, ich habe halt Eugen Kogon gelesen als Schüler und das hat mich geprägt. Und das Faszinierende in diesem Interview war, dass er das erzählt hat. Und dann ist etwas passiert, wir sind jetzt andersrum eingestiegen in unserem Gespräch, weil es ja auch damals schon passiert ist und wir jetzt da drauf gucken können. Er hat sich mitten im Satz unterbrochen, als er das gesagt hat und hat dann gesagt, ja, und so habe ich auch Kunstgeschichte gemacht, so habe ich doch meinen Hofkünstler geschrieben. Und das leuchtet ein und das ist wirklich sowas wie eine epistemische Imprägnierung, also wirklich ein Imprägniertsein durch Denkfiguren und Muster, wie man auf etwas drauf guckt und wie man es beschreibt. Also nochmal, um das jetzt für unsere Zuschauer... Ja, versuche ich gerade. Das sind zwei Dinge eigentlich. Das eine ist diese Haltung des scheinbar rein Beschreibendes, genaues, lakonisches Erfassen der Situation und dessen, was da sozusagen passiert. Und das andere ist... der Blick auf die soziologischen Zusammenhänge. Ja. Also es ist das, was wir vorhin schon einmal hatten, Individuum und Struktur. Ja, das kehrt wieder. Ja. Und das ist eine durchlaufende Struktur, die sowohl für den Blick auf den SS-Staat, wie ihn Kogon, aber auch, wie ihn Wanke beschreibt, für die Vernichtungslager und auch, das haben Sie auch in Ihrem Interview, glaube ich, erwähnt, sehr genau, für die Analyse eines Mitarbeiters Adolf Eichmanns. Ja. Der sehr stark nochmal darauf fokussiert, auf die Mitarbeit der jüdischen Räte an der Deportation der eigenen Menschen, für die sie verantwortlich sind. Ja. Und dass sie dort sozusagen in Strukturen reinkommen, die jüdischen Räte, die sie zum Rat innerhalb des Vernichtungsgetriebes machen. Da vielleicht zwei Aspekte dazu. Der eine Aspekt ist, als wir dieses Interview geführt haben, 2013, war der Film, den Margarete von Trotter über Hannah Arendt gemacht hatte, noch nicht lange her. Also Hannah Arendt, die Berichterstatterin im Eichmann-Prozess 1961 gewesen war, also nicht lange davor, und darüber eben auch dieses Buch vorgelegt hatte, Eichmann in Jerusalem. Mhm. Ein Buch, das, wie wir alle wissen, hoch umstritten in der Diskussion ist. Das ist ein eigenes Thema. Das aber sehr stark, und deshalb nenne ich es jetzt hier, die Verstörung über das in die Grausamkeiten und Verbrechen involviert sein der Judenräte gewesen ist. Und Martin Wanke hat das angesprochen. Der hatte den Film gesehen und hat das angesprochen und hat gesagt, das ist etwas unglaublich Verstörendes. Und das spielt eben in diesem Prozess damals auch eine Rolle. Und hat ihn, wie alle damals, eben und auch die Diskussion dann über das Buch von Hannah Arendt, die ja international und sehr laut, weil sich alte Freunde von ihr öffentlich losgesagt haben, geführt worden ist, das hat ihn offenbar damals auch schon beschäftigt. Aber interessant, wenn ich es richtig verstehe, bei Arendt ist ja durchaus so, dass in dem Buch ein polemischer Ton angeschlagen wird. Manchmal ironisch, mancher fast hämisch, gegenüber denen, die als Judenräte Leo Beck gegenüber, der jüdische Führer und solche Sätze. Ja, und wenn ich es richtig verstehe, ist der Unterschied, dass eigentlich Wanke ähnlich schaut wie Hannah Arendt, dass er auf die Strukturen schaut und was sie mit Menschen machen, aber dass er sie in seiner Lakonik zurückhält im Urteil. Ja. Das heißt, er ist niemand, der im Sinne von Hannah Arendts Bericht ironische oder
Und das ist dann, glaube ich, doch das Interessante, das ist eigentlich der Unterschied, dass er den Blick von Hannah Arendt schätzt auf die Strukturen, was sie mit Individuen machen können, und zum anderen aber sich ein Stück enthält in der Bewertung. Ja, das ist sicher so, das hat sicher auch mit unterschiedlichen Biografien, aber natürlich auch mit unterschiedlichen Haltungen. Und es ist das Enthalten genau an dieser Stelle, was auch Eugen Kogon hat, der das als Teil der Grausamkeiten des Systems bewertet. Und den Einzelnen nicht zurechnet als moralisches Versagen. Ja, ja. Und Warnke immer wieder deutlich gemacht hat, dass ihn das einzelne moralische Versagen auch nicht sozusagen die Zielrichtung seiner intellektuellen Aufmerksamkeit ist, weil er sagt, wenn es ausschließlich um individuell Böses geht, dann können wir eigentlich nur die Schultern zucken. In dem Moment, wo wir über Strukturen reden, können wir auch über etwas reden, auf das wir Einfluss nehmen wollen und wo wir etwas ändern wollen oder wo wir auch künftig etwas verhindern wollen. Andere Bedingungen schaffen wollen, in denen das so nicht möglich ist. Ja. Und das hat ihn sicher interessiert und das hat Warnke sicher vor allen Dingen auf sein Fach zurückbezogen interessiert, im Sinne von, wie muss man sprechen, mit welchen Rahmungen, mit welchen Begrifflichkeiten, mit welchen Fragestellungen gehen wir eigentlich auch innerhalb unserer eigenen Disziplinen mit Dingen um, sodass sie benutzbar sind und kongruent zu machen sind mit einem solchen Regime wie dem Nazi-Regime oder eben nicht. Und das hat ihn in der Tat interessiert, ob es Gedankenmuster, Begrifflichkeiten gibt, die sozusagen eigentlich einer solchen Politik nicht widerständig sind. Das heißt, man könnte sagen, Martin Warnke war dann als Kunsthistoriker, der soziologisch denkt, auch jemand, der beansprucht, man kann aus der Geschichte lernen, wenn man denn die Strukturen versteht, in denen bestimmte Handlungen passieren, um gefeit zu sein, nicht in neuen Situationen, in ähnlichen Strukturen verhaftet zu sein, im Negativen, aber durchaus auch den Blick dafür hat, wie Strukturen wie beim Hofkünstler, die scheinbar nur negativ sind. Das ist ja ganz interessant, wie höfische Verhältnisse paradoxerweise manchmal etwas fördern, was in Strukturen, das finde ich so interessant an ihm, dass er auch sehr paradox denkt an, was in Strukturen, die demokratisch sind, vielleicht gar nicht so zum Zuge kommen kann. Also das zeigt ja auch ein Stück, wie unberechenbar Geschichte bleibt. Also wie klare Zuordnung, dies ist eine gute Struktur, das ist eine böse Struktur, eigentlich mit Martin Warnke in dieser Eindeutigkeit nicht zu haben ist. Ja, ich habe sehr stark wahrgenommen, dass für ihn zu Strukturen auch Sprache gehört. Mhm. Also dass ihn sehr interessiert hat, mit welchen Begrifflichkeiten, auch begrifflichen Rahmungen, man über Dinge redet. Und das ist das, was seine Dissertation ausgemacht hat, die heißt Kommentare zu Rubens. Das heißt, das ist ihr Gebiet wiederum auch, die Rubens-Forschung. Ja, Kommentare zu Rubens, also er ist nach Spanien in die Archive gefahren, also hat mit den publizierten Quellen angefangen, war in Spanien und war in den Archiven und hat gefragt, wie die Zeitgenossen die Dinge eigentlich selber beschrieben haben, wie die historischen Zeitgenossen, mit welchen Begrifflichkeiten, mit welchen Rahmungen sie das selber beschrieben haben. Und von da aus versucht, Werke zu verstehen, mit einer, wenn man es nochmal methodisch sagt, auch begriffsgeschichtlichen Genauigkeit. Das ist ein großes Thema in den späten 50er, frühen 60er Jahren. Nicht nur in der Kunstgeschichte, wie man es begrifflich genau fasst und zeigt immer wieder auch in vielen weiteren Texten, dass diese Werke mit Begriffen und mit Rahmungen beschrieben worden sind, die woanders herkommen. Und die eigentlich unseren Blick auf die Werke überkleistern. Und was er gemacht hat, ist eigentlich ein Freilegen der Werke auf historische Kategorien. Das heißt, die ursprünglichen Blickrichtungen. Ja. Das heißt ja auch, ist ein sehr aktuelles Thema, wenn man bedenkt, wie heute Kunst behandelt wird, dass berechtigte aktuelle Perspektiven als solche absolut gesetzt werden, während die historischen Perspektiven nicht wahrgenommen werden. Ja, ich glaube, sein Thema waren nicht nur die berechtigten aktuellen Perspektiven, die absolut gesetzt worden sind, sondern Klischees, die seit dem späten 18. Jahrhundert ausgeprägt worden sind, in einem bestimmten, zunächst mal bürgerlichen Kunstbegriff, aber den eigentlich auch noch als gesunkenes Kulturgut. Also ne, bei Rubens sind das die dicken Rubensweiber und der Fürstenknecht und also Hofkünstler, also so nicht als ideologischer Schablon, so muss man ihn verstehen und sehen. Ja, und das auf eine Weise,
die jetzt in meinen Worten eigentlich nicht mehr über die Großhirnrinde geht. Also die, wo man denkt, man sagt einfach, wie es ist und gar nicht merkt, dass man Vorurteile als Gepäck und als Wahrnehmungsprägung mitbringt, die es aufzubrechen gilt, wenn man vordringen möchte in eine historische Beschreibung. Und dieses Vordringen macht Warnke über eine präzise Textarbeit an diesen historischen Quellen als erster. Und deshalb Kommentare zu Ruhms. Es ist eine Arbeit, die die Textquellen angeht, die ihm auch den Vorwurf eingetragen hat, er hätte lieber die Bilder analysieren sollen. Und dem hätte er entgegnet, naja, aber ich musste doch erstmal die Begrifflichkeiten finden, mit denen ich eine angemessene Analyse machen konnte. Und wiederum ist ja interessant, dass er dann ein Jahr nach der Doktorarbeit, das, was Sie eben sagten, diese alltagsgeschichtlichen Schablonen, ne, wie sie in der Werbung auftauchen oder in schriftlichen und bildlichen Gütern sozusagen auch bloßstellt. Ja, klar. Freilegt und damit auch zeigt, wie sozusagen Rubens Klischees entstehen und bis in die Jetztzeit wirken. Also es sind im Grunde verschiedene Forschungsinteressen, sind, die zusammengehören. Das eine ist das historische Forschen im Blick auf die Quellen, die erschlossen werden. Und das andere ist das aktuelle schablonhafte Rubensbild, das im Blick auf Werbung und andere sozusagen scheinbar sekundäre Medien dann doch für die Kunstgeschichte wichtigen Medien oder Quellenkontexten wahrgenommen werden, die alle sozusagen von der reinen Bildanalyse weggehen. Ja, und er sagt das, was als sozusagen scheinbar sich, also ich schaue irgendwo drauf und sage, was ich sehe. Und er legt bloß, dass dieser Blick ein formierter ist und dass man beschreiben kann, was ihn formiert. Und das ist natürlich ärgerlich, wenn meine, sage ich jetzt mal so ironisch, wenn meine angeblich spontane Wahrnehmung als etwas sichtbar wird, was vorgeprägt ist. Aber es zeigt ja im Grunde auch für beide Felder, sowohl das historische Blicken als auch für das aktuelle, dass jeweils die Blicke geschichtlich geprägt sind. Ja. Sowohl damals als auch heute sind die Menschen geschichtlich geprägte. Und ein Teil dieser Arbeit ist ja auch sozusagen, ihren Blick überhaupt freizulegen, verständlich zu machen, wie schauen sie. Einerseits und andererseits, wie komme ich durch diese Schicht der scheinbar spontanen Wahrnehmung durch, um nochmal neu zu gucken und wie kann ich dann informiert gucken. Also von daher ist es wirklich eine Methode. Und ist eine Methode, die, weil sie eben im Zwiegespräch zwischen der Formierung des Blicks und einem Freilegen auf andere Parameter, das ist das, was man dann kritische Kunstgeschichte nennt. Sie geben mir ein sehr gutes Stichwort. Nach der Doktorarbeit, diesen Arbeiten der späten 60er Jahre, die zum Teil im Monat erschienen sind, an einem kulturphilosophischen Magazin, hat Martin Warnke, damals Habilitant in Münster und in Florenz wirkend, das Angebot erhalten von befreundeten Kunsthistorikern, doch bei diesem von Ihnen anfangs erwähnten großen Kunsthistoriker-Tag 1970 in Köln mitzuwirken, eine kritische Sektion zu leiten, die auch in Ihrem Gespräch wichtig war. Frau Welzel, er war schon habilitiert. Er ist eingeladen worden, wenn man es mit einem Namen versehen will. Der Überbringer der Einladung war Tilman Buddensiek. Er ist eingeladen worden, eine kritische Sektion auf einem Kunsthistoriker-Tag zu machen, der sich explizit als ein Neuanfang eigentlich aufstellt. Es war ein gemeinsames Unterfangen des 1968 gegründeten Ulmer Vereins oder 69 gegründeten, also des 68er Mittelbauclubs in der Kunstgeschichte. Das heißt, eine linke kritische Vereinigung könnte man sagen. Und eine Mittelbauvereinigung gegen einen sozusagen Ordinarien dominierten Verband. Und auch der, es gibt kunsthistorische Studierende oder Studentenkongresse, hieß das damals noch KSKs, auch die waren beteiligt in Köln. Es war als Aufbruch, die Vorstellung war, dass man einen Aufbruch macht 1970 und Martin Warnke ist eben eingeladen worden, eine kritische Sektion zu machen. Er hat sich ausbedungen, das mit einem Exilanten zu machen, mit Ettlinger. Und das ist so ein Crashpunkt in der Kunstgeschichte. Ich sage gleich zwei Sätze dazu. Es ist ein Crashpunkt und wir alle... Das meint also einen Punkt, wo es explosiv explodiert. Wird. Da ist es explodiert. Und diese Explosion hat Nachgehalt im Fach. Und als ich 1979 angefangen habe, hat es auch noch vibriert. Also er hat wirklich Nachgehalt. Und wir alle mussten verstehen, was da passiert ist und haben das auch gelesen. Mit
oder alle die, die sich dafür interessiert haben, wie eine Kunstgeschichte Traditionen und Denkformen, die im Nationalsozialismus bestimmend waren, hinter sich lassen konnte. Und wenn ich das richtig verstehe und auch Martin Warnke richtig verstanden habe, dann war er eingeladen, diese Sektion zu machen und einfach die, und die haben sich entschieden, die, und jetzt sind wir wieder da, sozusagen die sprachlichen, in meinen Worten Schablonen, mit denen beschrieben worden ist, mit denen wahrgenommen worden ist, eben aufzuzeigen und sichtbar zu machen. Und zwar, ich glaube schon in der Grundsätzlichkeit, dass man sich das vorstellen muss, wie man kann da durchgucken wie durch eine Glasscheibe und denkt, man beschreibt einfach nur das, was hinter der Glasscheibe ist. Oder man fängt an, die Glasscheibe zu sehen und zu denken, die sollte ich putzen oder austauschen, bevor ich weitergucke. Ich glaube, dass das wirklich so ein, also was dann später Paradigmenwechsel ist, aber wirklich so ein Bruch in der Wahrnehmung wirklich gewesen ist. Und man kann da, glaube ich, auch nicht gut hin und zurück, sondern man guckt entweder so oder anders. Also eine richtige Zäsur. Ja, aber gleichzeitig. Es gibt ja Leute, die haben weiter die Glasscheibe nicht gesehen. Also, oder für die, die es sehen wollten, war es eine Zäsur. Ja, so, ne? Und Martin Warnke hat einen Vortrag gehalten, wo er, es gibt in der Kunstgeschichte, das ist etwas, was, ist, was die Kunstgeschichte bis heute von vielen anderen Fächern unterscheidet, ist, dass wir in einem sehr dichten Austausch mit den Institutionen, also die Universitätskunstgeschichte in einem sehr dichten Austausch mit Institutionen, Museen und Denkmalpflege ist. Und wir das als Berufsfelder der wissenschaftlichen Kunstgeschichte wahrnehmen. Also wenn wir heute so gefragt werden, was macht ihr eigentlich an Transfer, dann gründen wir keine Unternehmen, sondern sagen, wir arbeiten schon immer mit dieser Institution, die in der Gesellschaft mit einem größeren Publikum spricht, zusammen. Und das führt dazu, dass alle von uns immer schon nicht nur für wissenschaftliche Fachzeitschriften geschrieben haben, sondern immer auch an Ausstellungskatalogen und Dingen, die sich an ein Publikum adressiert haben, mitgeschrieben haben. Und Martin Warnke geht hin in seinem Vortrag und nimmt Publikationsreihen, die diesem, heute würde man sagen, Outreach akademischer Kunstgeschichte gedient haben. Und dazu gehören zum Beispiel, es gab im Reklamverlag eine Reihe der kleinen Reklamheftchen, Reklamkunstführer zu Werken wie, was weiß ich, dem David von Michelangelo oder also immer wieder zu solchen Werken. Das ist eine Reihe, die war ganz prägend, als ich angefangen habe zu studieren. Wir haben diese Bände alle benutzt, weil sie von den renommierten Kennern, waren eigentlich alles Männer, von den renommierten Kennern dieser Objekte geschrieben worden waren. Und Martin Warnke nimmt diese Bände und sagt, okay, das sind die Fachkollegen und hier schreiben sie aber ein Stück hemmungsloser als für die Fachzeitschrift und legen sozusagen eine Schippe an Vereindeutigung, an Pathos, an aufs Publikum gehen zu. Das heißt, man würde sagen, sie zeigen ihre inneren Vorurteile ein Stück, also das, was sie mitbringen. Das ist die Unterstellung. Oder also als heuristisches Prinzip, also ja, nehmen diese Objekte, weil die sozusagen unsere Kollegen in einem unbedachten Moment nicht so kontrolliert wie sonst, die bestimmte Dinge sagen, die zu ihnen gehören, die sie aber in wissenschaftlichen Texten stärker verstecken könnten. Oder kontrollieren. Ja. Kontrollieren können. Ja, das ist so die Unterstellung. Und dann zeigt er, dass an einer Denkfigur, und das ist die Denkfigur, und jetzt sind wir wieder da, vom Allgemeinen und vom Individuum, wobei das Allgemeine, das größere Ganze, in dem Fall für die Kunsthistoriker, aus deren Texten er da zitiert, nicht die Strukturen sind, sondern grundlegende Prinzipien. Und er zeigt, dass unglaublich viele Texte sehr hierarchische, eigentlich auch aggressive Formulierungen haben, von der Detailform, die sich in der Komposition dem Großen unterwirft, von also lauter solche Unterordnungssachen, die Komposition dominiert alle Details, die machtvolle Faltengebung, so diese Art von Sprache. Und so eine Herrschaftssprache. Ja, und Warnke fasst das zusammen in der Überwältigung des Einzelnen durch ein größeres Ganzes. Und die jetzt intellektuell formuliert Unterstellung oder das Ergebnis ist,
zu sagen, wenn sich das Individuum einem größeren Ganzen unterwirft, habe ich eigentlich ein Argumentationsmuster, mit dem ich auch den Einzelnen im Verhältnis zum Volkskörper beschreiben kann. Und das Gegenbild ist, das führt er nicht aus, das schwingt aber mit, das Gegenbild ist wirklich das Recht des Individuums, wie es in einer Demokratie ist, wie es aber auch, und auch das führt er nicht aus, aber denkt er mit, wie es aber auch etwa in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte oder auch im Grundgesetz. Also die Würde des Einzelnen ist unantastbar und nicht, es gibt das größere Ganze, dem sich das Einzelne unterwerfen muss oder dass das Einzelne immer wieder überwältigt. Und er wirft, also auch in der Lakonik, er reiht einfach die Zitate aneinander, in der Lakonik wirft er eigentlich diesen Texten vor, dass sie Gedankenfiguren haben, die aus der Zeit gefallen sind und einer demokratischen Gegenwart nicht angemessen sind. Aber das hieß, wenn ich es richtig verstehe, auch, dass sozusagen dieser Blick vom Ganzen und vom Einzelnen, die ein Spannungsverhältnis bilden, einer ist, wo man sagen kann, eigentlich sollte der Einzelne, zum Beispiel als Künstler oder als Mensch, Dinge entwickeln können, die zu ihm gehören. Ja. Und nicht so sehr Erfüllungsgehilfe des Wunsches des Ganzen sein. Das heißt, sein Gewissen dürfte nicht eines sein, was sich nur dem Ganzen unterwirft, sondern was die Chance benutzt, als individuelles Gewissen etwas zu entwickeln, was so vom Ganzen noch nicht gedacht war. Also er würde Subversion beschreiben können, er würde beschreiben können, dass es immer Anfragen vom Einzelnen, von einzelnen Positionen an das, was als größeres Ganzes da ist. Auch in Fragestellung sozusagen. Immer. So. Mhm. Und ein Begriff, der dann eine wichtige Rolle spielt, ist Emanzipation. Dass es immer eine Möglichkeit des Einzelnen, sowohl des einzelnen Phänomens ist, das ist das, was auch Walter Benjamin machen würde, der sagt, es geht um das Einzelne und die große Geschichte ist nicht ein Großes, in dem die kleinen einzelnen Dinge in Abhängigkeit sind, sondern ergibt sich aus einem Bild der vielen einzelnen und beschreibbaren Strukturen. Es ist, er macht die Walter Benjamin-Lektüre nicht explizit, ich bin aber sicher, dass sie drin steckt. Weil wir hatten vor einigen Wochen hier Stefan Müller-Dohm, den Biografen von Theodor W. Adorno und von Jürgen Habermas, und im Gespräch eben auch die Bedeutung von Walter Benjamin als einem intellektuellen Freund von Adorno, dann für Habermas auch beeindruckend, der sozusagen diese individuelle Perspektive, wie Sie sie jetzt entwickeln, eben mit seinen Texten, die nach 45 überhaupt erst bekannt wurden, im Surkamp Verlag publik gemacht hat. Und insofern könnte man fast sagen, dass Martin Warnke als früher Hörer Theodor W. Adornos in Frankfurt, als jemand, der diesen Auschwitz-Prozess als Beobachter von Eugen Cogon her mit beschreibt, diesen Blick zwischen Individuum und Struktur so ernst nimmt, dass er in der Kunstgeschichte mit dieser Zäsur 1970 etwas setzt, das Fach kann nicht so weitermachen wie bisher. Der Blick vom Einzelnen her muss anders ernst genommen werden. Und die Sozialwissenschaften und die Philosophie Frankfurter Art, in Anführungsstrichen, ist eine Matrix sozusagen, an der wir uns orientieren können. Ja, das ist so. Und er beschreibt das ohne diese Referenzen an dieser Stelle. Er hat sie, er sagt das auch an anderer Stelle. Mhm. Er beschreibt es in Köln ohne diese Referenzen, sondern macht diese Denkbewegung einfach selber am Material. Und er hat nicht mit der heftigen Gegenreaktion gerechnet. Aus dem Fach? Nein, er hat nicht, ja nicht aus dem Fach, sondern, oder ja aus dem Fach, aber es war so, dass ältere Kollegen, auch Autorinnen und Autoren dieser Texte, im Raum waren, als diese Sektion war. Meistens ältere Kollegen. Ja, auch im Raum waren und es sich in der Situation in Köln entladen hat. Das heißt, und vehementer Widerspruch direkt vor Ort. Unmittelbar vor Ort und dann sofort in der Presse. Also auch Leute, die ihn mit eingeladen haben, haben dann gegen ihn in der Presse geschrieben. Und er hat damit nicht gerechnet, weil er gesagt hat, ich war eingeladen. Es sind dieselben Leute, die mich eingeladen haben, die dann dagegen geschossen haben. Damit habe er nicht gerechnet. Und sozusagen, das war der Konflikt. Also ich habe ihn dann gefragt, ob er dann, oder ihn und seine Frau, Freier Warnke, mal gefragt, was sie gedacht haben nach diesem Schock, wie es für sie weitergehen könnte oder für Warnke in der
Kunstgeschichte in Deutschland weitergehen könnte. Und er hat gesagt, er hat geglaubt, das geht nicht weiter. Und ich habe gesagt, und was war, also hatten Sie einen Plan, also was hätten Sie machen können? Und er sagte, naja, ich habe gedacht, ich verlasse dieses Land und werde Journalist in Brasilien. Er hat nicht mehr damit gerechnet nach diesem Crash, dass er eine Stelle würde bekommen können. Aber es ist doch interessant, Frau Welz, ich glaube, also jetzt, wo Sie das so erzählen, ja, mit dieser ungeheuren Bedeutung für die Diskussion im Fach, auch diese Zäsur, die das bildet, es ist mir, scheint mir nicht zufällig zu sein, dass Martin Warnke 1984, ja, diese kleine Monographie über Luther schreibt. Nee, natürlich nicht. Er ist der älteste Sohn eines protestantischen Pastors, er heißt Martin. Und was er eigentlich dort in Köln inszeniert, ist ja wie ein kleiner Reichstag zu Worms. Nee. Doch, lassen Sie mich kurz fortfahren. Also mir scheint es so zu sein, dass er in einer gewissen Weise einen Punkt macht, der doch so viele gegen ihn aufbringt. Und trotzdem etwas in Bewegung bringt, was er selber gar nicht geahnt hat, zu dem er sich irgendwie verhalten muss in der Folge. Aber dass er sozusagen diesen Punkt macht, vom Einzelnen her, ist doch etwas, was ihn, ob man will oder nicht, ideengeschichtlich mit dem in Verbindung bringt, was Luther in Worms gemacht hat. Ich widerspreche, sagen Sie mir, warum nicht? Ja, ich widerspreche sozusagen um eine für mich, glaube ich, entscheidende Nuance. Also er thematisiert, ergänzen Sie. Ja, er thematisiert das mit dem, Martin ja selber in dem Text. Und wir haben den damals, also wir, die wir immer wussten, wo Warnke dieser Pol ist, haben den atemlos gelesen, ja, diesen unglaublich tollen Text. Aber es ist wie mit dem Thesenanschlag. Also, er tut etwas in einer eingespielten Form. Er wird eingeladen für eine Sektion und er macht da etwas, wo er glaubt, es sei das, was, ja, erbeten worden sei. Ja. Und dann crasht es. Und was die Worms-Situation für Warnke ist, weiß ich nicht genau, aber für Luther ist sie, da weiß er schon, dass man ihn zum Outcast erklärt hat und verhält sich dann dazu. Und deshalb ist es sozusagen phasenverschoben für mich. Ja, aber in der Struktur, er nimmt sich ja nicht zurück. Nee. Also auf diese ganzen Anklagen, die kommen, er hätte ja sagen können, ihr habt vollkommen recht, ihr habt völligen Unsinn erzählt. Also er ist ja schutzlos, er ist nicht geschützt von jemandem. Es gibt, das ist ja auch Teil der Legende, dass in Marburg Hermann Usener, ob wie wahr sie ist, kann man nicht genau sagen, von ihm selber auch erzählt, dieser Widerstandskämpfer aus dem Dritten Reich, im kommunistischen Widerstand, der eine Stellung in Marburg hat und Sympathie mit ihm hat, als einziger ihm sozusagen in Marburg eine Möglichkeit bietet, akademisch Kunstgeschichte weitermachen zu können. Ja, und Warnke hat das immer als eine Rettung erzählt, aber als etwas, was nicht aus Gründen der persönlichen Sympathie war. Nein, sondern aus diesem politischen Motiv, genau, heraus. Ja, ne, so. Also aus diesem Motiv heraus, ich will das Sympathie? Ich will das gar nicht kleintun. Ich glaube, es ist um eine Phase verschoben. Mir ist wichtig, ernst zu nehmen, dass er sagt, er hat damit nicht gerechnet. Hatte Luther ja auch nicht. Mit dem, was in Worms ist, glaube ich schon, aber nicht mit dem, was nach dem Thesenanschlag. In Worms war er auch überrascht, hat seine Sache gemacht. Okay, dann können wir es vergleichen, also, von mir aus. Es ist ja, kommt doch gar nicht darauf an, ob was da wie genau stimmt, aber allein überhaupt, dass es eine Situation gibt, die, und das erzählen Sie mir ja sozusagen auch fachgeschichtlich, die so eine enorme Auswirkung auf das Fach hat, sodass man sagen kann, ab der Zeit gibt es ein Vorher und Nachher, es gibt eine kritische Kunstgeschichte, es gibt eine Reform der alten Ordinarienkultur in der Kunstgeschichte, es gibt die Entwicklung der Hamburger Schule. Erstmal Marburg. Ja, aber später. Das sind ja Sachen, die folgen und es gibt Marburg selbst. Ich glaube, Bredekamp würde sich als Marburger Schule beschreiben. Ja. Also es, so, aber es ist das, was dann in Hamburg weitergeht und was dann in Hamburg zusammengeht mit der starken Beschäftigung mit Abi Warburg und der Gründung vom Warburg-Haus oder überhaupt dem Rückgewinnen des Warburg-Haus in all dieser Forschung. Wenn also das war das, was wir eigentlich so alle wussten und diskutiert haben in der einen oder anderen Form. Und dann bin ich 2009, wo ich aus einem, also wir haben ihm in Dortmund aus einer Reihe von Gründen 2010 die Ehrendoktorwürde verliehen an meiner Universität. Das hat dazu geführt, dass ich 2009 einfach, weil man dann einfach so ein für den Amtsschimmel so einfach Vorlauf so ein Gutachten schreibt. Ne? Nein, man muss für den Amtsschimmel einfach eine Begründung schreiben. Und das hat dazu geführt, dass ich einfach 1000 Seiten Martin Warnke gelesen habe in dem Jahr. Und dabei bin ich in der Laudatio,
die Christina Weiß für den Henkelpreis gemacht hat. Mhm. Darauf gestoßen, dass Martin Warnke Berichterstatter im Auschwitz-Prozess war. Und ich wusste das nicht. Ich war geflasht, das zu lesen, aber ich wusste das nicht. Und dann habe ich im Kollegenkreis rumgefragt, wer das wusste. Und es gab ein paar Leute, die das wussten. Und ich habe gefragt, wer die Texte kennt. Und es gab niemanden, den ich getroffen habe oder gefragt habe, der die Texte kannte. Beispielsweise auch Horst Bredekamp nicht, der das natürlich wusste, aber die Texte nie gelesen hatte. Und mich hat es frappiert, weil ich gedacht habe, ey, das ist wichtig. Und das ist doch eigentlich für jemand, der so sehr fragt, was sind Denkfiguren des Dritten Reiches, dass der im Auschwitz-Prozess war und da Berichterstatter war, das ist doch wichtig. Und dann habe ich Warnke geschrieben und habe gesagt, ich hätte das gefunden und ich würde die Texte nicht finden, ob er sie mir schicken könnte. Und dann hat er mir Kopien der Artikel geschickt. Und dann habe ich die gelesen und war eben sprachlich so, was ich eben erzählt habe, dass ich dachte, das passt zusammen. Ich erzähle das an dieser Stelle, weil ich immer noch erstaunt darüber bin, dass für uns alle dieser Kölner Kunsttag wie so eine Wasserscheide, wie so ein kritischer Punkt, so ein Umschlagpunkt war. Aber niemand diese Auschwitz-Prozess-Texte, also auch die, ich wusste es nicht, aber auch die, die es wussten, irgendwie nicht gewühlt hatten. Und diesen da keinen Zusammenhang gesehen haben. Und das war der Ausgangspunkt, eben dann in Gesprächen zu entwickeln, dass wir diese Texte edieren wollten, was wir dann eben 2014 gemacht haben und mit Warnke darüber sprechen wollten, inwiefern das eigentlich mit Benjamin gesprochen ein Aussichtspunkt gewesen ist. Und er hat zur Vorbereitung dieser Gespräche in einem Brief geschrieben, dass er glaubte, dass er das, was er da gehört hätte, in Frankfurt in den Auschwitz-Prozessen eingekapselt hätte und dann in Köln wieder ausgespuckt hätte. Das hat er in dieser emotionsgeladenen Formulierung dann in dem Interview sich nicht nochmal entlocken lassen, also weil er eben da, wo es geschrieben ist und wo er etwas dann zur Publikation freigibt, eben viel lakonischer und zurückhaltender schreibt. Aber er hat den Zusammenhang schon hergestellt. Und dann sind wir in dem Interview hingegangen und haben eben versucht rauszufinden und ihn zu fragen, wie so eine intellektuelle Konfiguration eigentlich zustande kommt, aus der heraus man Dinge so sehen und so sagen kann, wie das in Köln gewesen ist und wie es andere eben nicht gemacht hatten. Und würden Sie sagen, dass quasi Teil auch dieser Erfahrung der Auschwitz-Prozesse war, die er niedergelegt hat, überhaupt die genaue Wahrnehmung auch als Prozessbeobachter von dem, was Zeitzeugen sagen? Ja, also er hatte die Dissertation, die Kommentare zu Rubens waren fertig. Also er hatte den Kogon schon gelesen und schon so geguckt. Und ich habe schon den Eindruck, dass die Erfahrung im Auschwitz-Prozess, also gehen wir mal einen Schritt zurück. Was ich beim Lesen in diesem Kontext begriffen habe, das ist wahrscheinlich für jemand, der Geschichte studiert hat, völlig klar. Aber was für mich in der Zuspitzung deutlich geworden ist, ist, dass der Auschwitz-Prozess selber zum Wissen bekommen über das, was in Auschwitz passiert ist, ein entscheidender Punkt war. Das meine ich. Also man wusste, also es hat Forschung stattgefunden, um die Anklage zu formulieren. Fritz Bauer hat das Institut für Zeitgeschichte mit einem Gutachten beauftragt, was sozusagen ein Grundstein der Forschung über das Geschehen in Auschwitz ist. Und die sind vom Prozess aus, also von der Anklage aus, ich glaube sogar vom Gericht aus, nach Auschwitz gefahren, was man vor der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Polen und Deutschland, also das ist so aberwitzig, was da auch politisch möglich gemacht worden ist. Die sind da hingefahren und haben wirklich auch mit dem Zollstock nachgemessen, ob das stimmen kann, dass man aus dem Fenster X den Galgen Y sehen kann oder nicht. Also die haben wirklich Bestandsaufnahme gemacht, auch sozusagen abgeglichen zwischen dem Ort. Historisch und gearbeitet. Ja, und auch an Objekten, also archäologisch gearbeitet. Und erst im Auschwitz-Prozess ist eigentlich das Wissen über Auschwitz zustande gekommen, was heute Schulbuchwissen ist.
Das heißt, jeder, der da gewesen ist und darüber berichtet hat, die Berichte gelesen hat, hat etwas erfahren, was er oder sie nicht wusste. Das, glaube ich, darf man nicht geringschätzen, dass auch die Berichte... Und mit einem hohen Grad an Objektivierung. Ja, und überhaupt an öffentlich machen. Mhm. Und in ein weiterer Aspekt nochmal. Es ist das erste Mal gewesen in der Bundesrepublik, dass Opfer eine öffentliche Stimme in der Form bekommen haben. Und ich bin sicher, dass das Warnke auch bewusst gewesen ist. Also warum hat er in dieser lakonischen Form die sprechen lassen und sich nicht dazwischen gestellt? Er hat sich daran beteiligt, auch das, was Opfer gesagt haben, wirklich in die Bundesrepublik hinein zu kommunizieren und denen eine Stimme zu geben. Und insofern auch das Engagement auf dem Forum des Kunsthistoriker-Kongresses auch, um dem, was er dort gelernt hat, auch fürs eigene Fach Ausdruck zu geben. Ja, ich denke schon. Und dann haben wir einfach drumherum gefragt, sozusagen, wie kommt das, dass Sie das gemacht haben? Und haben ihn eben gefragt, wir haben eben schon über die Erlebnisse im zerstörten Dortmund, über die Schulzeit gesprochen. Er war dann eben in München und dann in Berlin. Mhm. Er hat in dem Interview viel erzählt darüber, dass es wie so Schichten waren, dass zu begreifen, dass die Professoren, bei denen man studiert hatte und von denen man gelernt hatte, mit wenigen Ausnahmen selber involviert gewesen sind. Und was diese Ambivalenz, das wussten wir gar nicht, das haben wir erst jetzt erfahren, erst viel später erfahren. Auch Schöne, mit dem er in Hamburg, der ja dann auch gleichzeitig mit ihm noch da war, der sehr viel verwickelter war, offensichtlich, als er selber je gesagt hat. Es war spürbar in dem Interview, das war eine Stelle, wo Warnke am Schluss viel redigiert hat und es sozusagen auch unter so eine Höflichkeitsschicht gelegt hat, was das eigentlich gehießen hat, also wie viel Angst auch und wie viel Herzklopfen auch eigentlich daran immer wieder beteiligt waren oder aufgebrochen sind, wenn man mit diesen älteren Kollegen zu tun hatte. Und es gibt so einen Nebensatz, den er zum Glück stehen gelassen hat in dem Interview, wo er sagt, auch in Köln, die waren ja im Raum. Wir mussten ja aushalten, denen, die da so eine Wand des Schweigens gebaut haben, das entgegenzuhalten. Und es waren doch Situationen mit Angst. Frau Welz, ich danke Ihnen für das Gespräch. Das, glaube ich, eigentlich nur ein Doppelpunkt ist von dem, was Sie sozusagen jetzt berichtet haben, aber doch ein wichtiger Aussichtspunkt, Martin Warnke als Stimme, die in der Kunstgeschichte, aber auch übers Fach hinaus aufgeklärt hat, für eine größere Öffentlichkeit in Deutschland, zuerst in diesen Prozessberichten für die Stuttgarter Zeitung, dann später aber auch im Fach selber, und der das, und das wäre im Grunde Stoff für ein weiteres Gespräch, erst in Marburg und später in Hamburg, auch in Essen, eine kritische Kunstgeschichte versucht umzusetzen, die auch ganz ausdrücklich den Blick auf die Emigrierten und exilierten Kunstgeschichtler, Kunstgeschichtlerinnen setzt, die zum Teil in ihren Publikationen, aber auch in Persona zurückgeholt werden sollen, für die man Lexika als Gedächtnismöglichkeit verfasst unter seiner sozusagen Herausgeberschaft oder Anstoßung. Also alles Dinge, wo man sieht, dass der Prozess des geschichtlichen Gedächtnisses bei ihm weitergeht im kritischen Sinne. Ja. Und dass es ohne diese Zeitgenossenschaft nicht zu haben ist. Ich glaube, das war ihm ganz wichtig. Man kann sich nicht raushalten und eine interessante Kunstgeschichte machen. Frau Welze, vielen Dank bei diesem ernsten Thema. Gute Rückreise heute nach Dortmund und ich hoffe wieder in Oldenburg zu einer vielleicht Martin-Warnke-Tagung, Martin-Warnke-Symposion zu diesem anderen Themen. Vielen Dank. Ihnen guten Tag auch zu Hause.